Eins meiner Lieblingsgeräte hier aktuell, das ist dieser kleine Shutter. Der wird hier ganz normal gekuppelt. Und zwar geht man hier an sein Handy in die Einstellungen, Bluetooth, sucht den, koppelt den eben schnell und dann ist das Ding erledigt. Mal gucken, ist er da? Da ist er, der AB Shutter 3 nennt sich das Gerät hier. Ich habe den schon gekoppelt, das ist ganz einfach. Neues Gerät, einmal suchen, das macht man hier unten, einmal suchen. Und dann klappt das auch, ne? So, danach geht's ab in die Kamera und man kann seine Fotos machen. Fötöchen, Fötöchen. Oder man macht eine Videoaufnahme. 15, 14, 13, 12. Oder das Interessante mit meinem Samsung-Handy, das ist das hier oben, kann man auch tolle Serienaufnahmen machen. Hier mit dem Gerät halt nur Einzelfotos. Oder bei langem Halten halt Videoaufnahmen von 15 Sekunden. Das gibt es hier bei Pearl Elektronik. Kostet 6 Euro plus Versand. Ganz normale Bakterien drin. Nichts wirklich Wildes. Knopfzelle, gut, schnell, günstig. Aber das ist eigentlich eine hübsche Geschichte. Hier, man sieht auch, es funktioniert auch, wenn man die Batterie mal kurz rausgenommen hat. Es gibt nur noch einen Ein- und Ausschalter. Der ist hier an der Seite. An, aus. An, aus. Das ist ein tolles Gimmick.